Dann bleiben wir doch gleich bei dem Rap-Battle, die Zerstörung von Rezo, und hören uns das Rap-Battle an von Ju und Rezo. Mal schauen, ob sie es besser können als Upper Red. Thomas, macht es nicht zu fest. Willkommen zu einem epischen Video. Heute werden wir ein bisschen out of unserer Comfortzone gehen, vor allem du. Wir machen eine Rap-Challenge. Wir wissen alle, du bist ein Wortakrobat, ja? Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Er hat... Ah, er ist auch noch da. Er hat eine Fliegenklatsche am Start. Du sagst, wir machen eine Rap-Challenge. Also wird jetzt derjenige geschlagen, der weniger rappen kann? Nee, das entscheidet der Rap-Schiri so. Ja, der Rap-Experte. Nach welcher Metrik wird geschlagen? Der Wackere pickt einen Schlag. Dein Angestellter entscheidet, wer der Wackere von uns ist und schlägt den. Digga, du gibst mir nicht mal mehr Mühe, das uns zu verschleiern. Nächste Woche dann Breakdance-Challenge, Freunde, mit Rezo. Wir werden jetzt vier Wörter bekommen, oder? Vier Wörter? Immer vier Wörter. Immer vier Wörter bekommen wir auf so einer Kartei. Mhm. Und die müssen wir einbauen, richtig? In einen Rap. Rhymes, in Lines, in Gedicht, in Poetry. Es kann auch Poetry Slam sein. Es kann auch Poetry Slam sein. Vielleicht müssen wir gleich aufstehen und so reden. So, ja. Jojo, setz dich hin, Rezo. Hopp. Und dann das wird richtig funny, Freunde. Ihr kriegt jetzt die erste Karte. Okay. Ich will halt einen geilen Rapper. Geiler Rap. Egal ob lang oder nicht. Okay. Ready? Ich glaube, jedem ist bewusst, was die Bestrafung ist. Ja, ich bin ready. Die vier ersten Wörter sind NPC-Streamer, katholischer Priester, Aachen und Julia Beauty. Sollte da Beautix stehen oder Beauty? Beauty. Aachen City, Julia Beauty, du kleiner Cutie. Okay, 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 okay. Darf ich gehen? Weil ich kann viel besser nachdenken, wenn ich... Wie, darf ich nicht mal stehen? Doch, ja. Kann ich einfach rauszoomen? Ja. Aber das Muss Set, das, Set sieht schon sein? Wild aus. Wie du willst. Hast du das Video von Tobias Huch gesehen? Er und seine Familie werden bedroht. Oh nein, das können wir uns danach anschauen. Dann schauen wir uns das doch noch heute an. Ganz, ganz gut. Dann haben wir noch mehr Videos zum Angucken. So glad to be here with you. Headed down the highway. Dürfen wir Leute dissen? Ja. Katholischer Priester, katholischer Priester. Du bist nur mein platonischer. Das sind sechs Silben, ne? Das ist so gar nicht Rezos Format, ich schwöre. It keeps playing every day. Wind blowing through my. Ey, ich bin echt nicht gut da drin, ne? Thomas. Boah, ich werde auch Julia so Beauty. Aufgeschmissen. Mein Reim. Also Cutie fand ich schon ganz cool. Aber ich kann nicht sagen, nach Aachen City kommt bei. Mit Aachen, Julia Beauty, katholischer Priester. Und was war das andere? Was würde ich, der sieht halt echt aus wie Sido. Aachen City. Stand da Aachen City oder nur Aachen? Aachen City? Pitti, Klitti, Nitti, Fitti, Titti. Oh, Titti. Okay, kommt nach Aachen City. Dann zeigt Julia Beauty euch ihre Titty. Aber ein katholischer Priester würde... Ich bin nicht gut darin. Julia Beauty. Und wenn die da ist, sag ich voll die Cutie. Was ist denn der Sinn, den ich noch zusammen... Ich kann nur Rap bewerten. Quieres creer. Gar nicht gemerkt. Freunde, mal langsam zum Schluss kommen. Ich habe drei Zeilen, ne? Ich habe auf jeden Fall einen Roman geschrieben. Oha. Quieres depender de mí. Das ist ja. Besser als Aphorism Rap. Finde ich ein gutes Format. Absolut, okay. Absolut gut auch. Nächstes Mal machst du eins mit deinen Stärken. So, wer schneller Gitarre spielen kann oder so. Außer was sich das Thomas ausgedacht. Wer besser Gitarre spielt und dann wird Thomas, schlägt dann denjenigen, der nicht so gut Gitarre spielt. Okay, soll ich anfangen? Ja. Wir haben diese vier Wörter. Ich habe alle drin. Ich mache die Tür so auf. Sorry, Gott. Ich mach die Tür so auf einmal katholischer Priester.
Ich denke mir so, hä, was ein komischer Dealer. Der Priester nimmt auf einmal Handy so hoch wie André Schiebler, macht einen auf NPC-Streamer und sagt, yes, 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 auf einer anderen Liga. Aha. Ich bekomme Angst und denke so, boah, Aachen City, anders blutig. Was mache ich jetzt? Bin live vor Kamera, was tue ich? Auf einmal kommt von Himmel die Retterin, eingeölt von Fuß bis Kopf und die Knie stählern, dass man hier nicht mehr nur von Mut spricht. Das ist ein ganzes Buch, was hast du denn gemacht? Digga, du hast seit 4 Zeilen kein Wort eingebracht. Sie tackelt den Fake-Priester um, schaut zu mir und sagt, Gott schuf mich, Julia Beautix. Beauty. Sehr gut. Hä, wie stark. Was zur Hölle? Thomas, ja. Du bist nur ein NPC-Streamer, Thomas. Hier kommt der Endgame-Gebieter. Aachen City, Junge, AC, meine Hood. Selbst Julia Beauty lacht dich aus, wenn die Kleine guckt. Reingespuckt, in deine Hackfresse werd ich schießen. Ich bring dich auf die Knie, wie ein katholischer Priester. Du bist mies, ja. Ich werd dich hier jetzt beenden. Ende. Oha! Helmer auch Scrum. Oha! Ich fand's auch besser. Auf die Knie, wie katholischer Priester, war Stroll. Guck mal, siehst du, geht doch. Oh mein Gott! Ich war mehr entertained. Ja, komm, baller. Oh. Warum ist dir bewusst, dass es auch funktionieren würde, das Video ohne das? Ich weiß nicht. Kommt die Idee von ihm immer? Ist es immer sein? Ich könnte eins gerne rausnehmen. Alter, tut das weh. Ich muss immer noch weh, Alter. Ich kann das nicht. Ja, aber wieso machst du das noch? Alles würde funktionieren. Ist ohne die Schläge. Wir hätten so einfach sagen können, Sunny, nächste Runde. Ja, warum machst du das? Warum bist du so? Hey, bringst du das immer rein? Immer, ihr seid so am Brainstorm. Hey, wir könnten sowas mit Rap machen. Und Thomas kommt, ja, und dann mit Schlagen. Ne? Nee, alles war von ihm die Idee. Und ist abgebrochen. Alter, guck. Junge, der erste Schlag, den er kommt. Was ist denn das, Alter? Jeder darf sich einen dieser 4 Wörter gerne rausstreichen. Okay, die Begriffe sind aneinander reiben, E-Girls, Polizeiwache und Papa Platte. Okay. Palapapate. Palapapate. Kriege ich extra Bogen, wenn ich alle 4 reintue? Polizeiwache. We take our time and we may change our mind. So, noch eine Minute. Boah. Ich habe ein Wort bisher. I can tell a good thing when a good thing comes along. Einmal zum Ende kommen hier keine. Okay, ich finde halt einfach keinen Reim. Tell me all about the dreams you had last night. So sehr auf okay, ich bin fähig. Boah. So, könnt ihr euch so grob da nebeneinander stellen? Ja, finde ich gut. Okay. Du musst noch ein bisschen ins Bild, Thomas. Ich würde es am liebsten reiben. Und sich damit seine Zeit vertreiben. Richtig Hausmaus rein. Okay, also, Papa Platte steht so richtig auf E-Girls. Er kriegt eine Latte. Er würde sich gern an ihr reiben und sich damit die Zeit vertreiben. Ist das ein Rap? Geht das durch als Rap? Chat? Ey, wenn sich Keks wie ihr aneinander reiben, Dankeschön. Sieht es aus, als würden Neandertaler fighten. Wenn ich in dich reinklatsche, wie Applaus auf der Polizeiwache, hast du rote Wangen, wie ein E-Girl, du dumme Kleinratte. Warte. Ich bin der Alpha, der dir übelst Kock geben wird. Wer ist dieser Benjamin Blümchen da neben dir? Das letzte Mal noch gar kein Reim. Hey, irgendwie schon. Das Vorwurf war diesmal nicht so gut. Ey, komm, war okay. War schon stark, war schon stark. Yo, Hip-Hop Deutschland kann sich schon mal warm anziehen. Du fandst es gut. Ich fand's gut. Guck mal, er fand's gut. Ja. Sag mal, alle ruhig. Ja, stell dich da hin. Stell dich da hin. Morgens Rezo, nachts heimlich ein E-Girl. Schreist lauter Uwu, wenn jemand dich, die Muttermilch saugende Queen, stört. Was? Du hast sogar ein Katzenheadset auf und machst Miau. Schickst Papa Platte eine DM und sagst, Sensei, schau. Schickst ihm einen Clip von dir, verkleidet in Tüchern aus Seiden. Er gettet schnell, du willst dich mit ihm aneinander reiben.
Ihr wollt euch treffen, doch fucking Plot-Twist. Palapapapa ist doch jemand, der denkt, dass du ein Schmock bist. Zwar kein Franzose, aber trotzdem ein Schmock bist. Denn Paralapapa-Ritter klammert sich um dich so wie ein Affe und jetzt bist du im Uwe-Kostüm auf einer Anti-U-Girl-Polizeiwache. Digga, wie hast du das in der Zeit geschafft? Okay, warte mal, was? Der war stark. Also der war wirklich stark. Das ist ein ganzes so funny. Buch. Aber beides übertreib halt. Ich wollte irgendwie noch die Polizei. Ja, komm. Hättest du gerne einen Schlag? Ja. Er war einfach fast so gut wie meiner, fand ich. Auf die Hand? Ja, nee. Darf ich woanders hin? Hand ist das Schlimmste. Ja, Drew hatte eben auch Hand. Würdest du auch woanders hinschlagen? Ja, nee, ich will Hand, safe. Ah, das rutscht immer so runter. Ja, warte. Ah, der rutscht immer so runter. Ju, kannst du mal gerade hier diesen Pulli festhalten? Nee, der hängt. Muss mal kurz. Thomas, mach das nicht zu fest. Ich mach das genau wie bei Ju. Nein, nicht genau bei Ju. Bei Ju ist das Teil abgefallen und der hat die ganze Zeit geweint. Hey, ich hol dich zweimal. Thomas. Mach flach. Thomas, flach. Wenn du auf die Fingerkuppen schlägst, ich weine und gehe. Ich weine und gehe. Du kannst mich auf dem Parkplatz dann weinen sehen. Ja, dann nimm die Kamera mit, Dan. Okay. Du machst nicht zu feste. Nein, niemals. Okay. Du Piss! Das war genau vorne! Ich sag dir auch, du nicht auf die scheiß Fingerkuppen! Nicht vorne! Wo hast du getroffen? Wo hast du. Nein, es lag nicht an mir! Ich hab stillgehalten! Ich vertrau dir kein Stück mehr! Ich vertrau dir nie wieder! Nein! Nein! Junge! Ich hasse das, Ju! Warum dreh ich mit dir? Aua! Ich kann das alles nicht mehr. Das ist doch nicht unser Job. Das kann doch nicht unser Job. Das kann nicht unser Leben sein. Oh, ich kann mein Handy gar nicht mehr halten. Aua, ich kann es gar nicht mehr. Oh, schade, ich kann ja nicht mehr weiterspielen. Nächste Runde. Ich kann gar nicht mehr tippen. Oh, cool, ich guck jetzt. Nächste Runde, Freunde. Okay. In dieser Runde werde ich mir richtig Mühe geben für einen krassen Rhyme. Oh, wow. Bitteschön, das sind eure Wörter. Einmal vorlesen, bitte. Rezo Sack. Was ist denn Kinkbooster? Kinkbooster. Das sind Sack. Hauptvideos. Der Weihnachtsmann und Feminismus. Da ist die Finger von. Also ich meine, ich will jetzt nicht... Nein, ich meine, this man, Mann. Oh, boah, das ist schwer. Oh, toll, ja. Well, I left Chattanooga, boy, had a dollar and a dime. Viel steht da ja noch nicht, ne? Digga, ich hab so viel schon geschrieben. Also, Rezo Suck, Kinkbooster, der Weihnachtsmann und Feminismus. Das ist doch viel. Schreib mehr, Thomas. Wirklich, schreib in der Zeit mal mehr. Get it out from Nashville, on the Hard Rock Line. Thomas, hilf doch mal. Fällt dir irgendwas ein? Mir? Ja. Ja. Okay. Gut. I'm working on that old steamboat. Okay, also mein erster Satz ist, der Weihnachtsmann trank zu viel Lack und packte deshalb Rezos Sack. Okay, aber weiter komme ich nicht. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Andere voll Leute. Smart. Ich habe hier komplett Blackout. Auch ein Wort drin gerade. Ja, aber hast du nur 3-4 Zeilen oder hast du wieder... Ich habe jetzt 8 Zeilen. Feminismus und Rezos Sack. Das ist so schwierig zu kombinieren irgendwie. Ich habe eine Line mit Feminismus. Das Einzige, was ich habe. Aber ich glaube, die muss ich streichen, weil ich glaube, die ist zu kritisch. Coming around the river bank, heard the old train was so sane. Ich habe nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Well, come this time tomorrow. Reckon I don't know where I'm. Alles klar, dann als erstes Rezo ans Mike, bitte. Ja, ich hab nichts. Nee, ich komm nicht dran. Ich hab nichts. Okay, tschüss dran. Fantastisch. Ich müsste nur noch sagen, Rezos Sack hätte gewonnen dann. Also, ich hab voll viel geschrieben. Rezos Sack schaut ab und zu aus der Hose raus. Ja, moin. Denn er bekommt in der Skinny Jeans von seinem Herrn keinen Ton mehr raus. Mit seinem kleinen Ärmchen hält er sich am Hosenbund fest und sieht das allererste Mal die Welt mit seinen kleinen Eichelaugen und denkt sich, fresh. Was? Auf einmal Slap von der Linken. Rezo ist mad. Was denkst du, wer du bist? Hast du ein, ich komm mal kurz raus, Ticket? Ey, ich finde das
so krank, wie kreativ die sind. Das ist so heftig, die erfinden sich da eine komplette Geschichte, die sich auch noch reimt. Und ich struggle hier schon an Haus-Maus-Reimen. Geh wieder rein, du Shrek. Du bekommst kein Sex. Ich entscheide hier, denn ich bin für dich wie Jesus, du Keck. Der Sack. Alter, wieso bist denn jetzt so? Ich bin hier das Opfer und warte nur auf eine Ho. Auf einmal hört meine Stimme von weit weg. Ho, ho, ho. Fuck, der Weihnachtsmann, der bringt uns den Double-Time-Flow. Alter, Junge. Es ist sehr sick gewesen, wenn jetzt noch Double-Time reingebracht hättest. Okay. Ach, wieso? Nee, dich. Jetzt komm erstmal nach hier wieder ins Bild. Nee, mach deinen Job jetzt hier erstmal. dieses Video ist eine Simulation, Alter. Dann schlag ich mal fest. Nein! Das war fest genug! Das war viel zu fest eben! Doch! Jetzt mach doch die Hand darauf! Nein! Nein, ich vertraue dir nicht! Du schlägst wieder auf meine Finger. Du kannst nicht gut schlagen. Es ist eine Kunst, gut schlagen zu können. Du kannst das nicht. Nein, es ist wichtig, dass man auch gut schlagen kann. Und du kannst nicht gut schlagen, Thomas. Nein. Nein, du kannst nicht gut schlagen. Du kannst mein Vertrauen wiederkommen, wenn du jetzt gut schlägst. Aber ich kann euch so, das will doch niemand sehen. Nein, hier musst du es lang nicht hier. Du, wie ich das überhaupt denkst, dass du auf dich fliegst. Hier, das ist glatt. Hallo, das ist glatt. Das sind die Finger. Hier, guck, ich mach nur so. Hör doch auf jetzt. Hey. Du hast es immer überlebt. Nein, ja, überlebt, aber mit Schmerzen. Manchmal mit Zug. Nein, nicht so. Wenn du die Fingerkuppen jetzt noch einmal trägst. Ich sehe die ja gar nicht. Ich hau dir in die Fresse, wenn du das jetzt... Boah, Thomas, wirklich, ich geh. Der Dreh ist beendet, wenn du das jetzt verkackst. Kommt drauf an. Ey, Digga, du kleiner... Ein Jahr in deinem Hundehirn. Was denkst du dir denn? Alter, dieses Video besteht nur aus Die nächsten Wörter. Auflock, Überdosis, Fruchtfliege. Fruchtfliege. Warum immer ich? Alter. Wie das sagt. Ich bin fertig! Gibt das Punkte? Ich bin heute so richtig schön auf Lock und dafür war mal wieder eine Überdosis Cock. Das ist so kacke, ne? Okay, soll ich zuerst? Willst du zuerst? Ja, es ist halt echt schlecht, ne? Mach mal Lärm, Berlin! Ich komm um die Ecke auf Lock, schnapp mir Julians Fruchtfliegen-Cock auf dieser Schmock. Fertig. Hä? Aber es war gar nicht so schlecht. Rezo nimmt Überdosis auf Lock. Auf einmal kommt eins Fruchtfliege aus Cock. Das sind alle vier Wörter. Ich habe noch eine Alternative. Rezo nimmt Überdosis und saugt Cock seinen Schraubstock. Aber hat auch Bock mit Lautrock. Eins Fruchtfliege zu eaten auf Lock. Wenn deine Performance mach. Mit mehr Elan gewesen wäre. Ja, klar, natürlich, klar. Du hättest sie gewonnen. Ja, ja, klar. Du hättest sie gewonnen. Nee, fick dich. 3, 2, 1, vorbei. Du hattest deine Chance. Ich hab dir deine Chance gegeben. Nee, wirklich. Du hast deine Chance gehabt. Du hast sie nicht genutzt. Thomas, mach keinen Scheiß. Da ist gut? Da ist gut, ja. Da ist gut, okay. Genau. Ich freue mich auf nächste Runde. Alter, letzte Runde. Wir drehen nie wieder so ein Video. Wirklich, ich hasse Thomas. Nächste Runde, die Worte sind hobbylos, Loch geben, Frankfurt und meine Mutter. Was reimt sich auf Frankfurt? Frankfurt Ausgeburt. Bester Reimer. Okay, hobbylos durch Frankfurt lande ich auf einem Kutter. Dann sehe ich meine Mutter. Aber was macht sie da? Sie gibt Loch. Oh nein. Oh doch. Okay, keine Ahnung. Ich kann das nicht.
fange gerne an. Da steht was in meinem Kummerkasten. Da steht, Thomas ist ein dummer Bastard. Selbst in Frankfurt sagen alle, nee, der ist zu asozial, der Thomas. Der ist evil, Junge. Der ist einfach boshaft. Hobbylos steht der rum in dieser Großstadt. Ich sehe den, wie der Kinder tritt und danach loslacht. Sogar meine Mutter mag dich nicht. Die sagt immer, der Thomas, der ist hässlich wie ein Karpfenfisch. Oh, strong. Alter, das war gut. War richtig viel Hass drin. Ja, war so, jetzt Rezo, musst du neben mir stehen und Thomas, du musst da stehen. Thomas, der Assi, macht auf Frankfurter, wedelt mit Butterfly herum und sagt, krank, Bruder. Alle haben Angst und zwar gottlos, denn manchmal steht er am Hauptbahnhof und schreit, gib Loch, Bro. Währenddessen ballert hobbylos, als wären wir ein Kackwunder. Alle anderen Podcasts sowie Offline und Ehrlich gehen den Bach runter. Und die Nervigen sind eigentlich nur zwei Schwanzlutscher. Wieso und ich zählen dabei Scheine und 1000 Kilogramm Klunker. So ist es. Strong, strong, Digga. Da muss man einen Applaus her. Sehr gut. Aber ich fand beide sehr geil, aber trotzdem war Ju besser. No. Ich fand beide geil, aber beide waren geil. Besser. Dann der letzte Schlag für heute. Ey. Hier, ja, dahin. Ja, dahin. Okay. Thomas, Thomas, beruhigen Sie sich. Ich muss zielen. Beruhigen Sie sich. Du beruhigst dich. Es ist so stupid. Warum komme ich überhaupt noch zu diesen Videos? Nächstes Mal machen wir, wer am besten Breakdancen kann und der andere wird geschlagen. Nächstes Mal machen wir, wer am meisten aus Singapur kommt und der andere wird geschlagen. Ich finde das angemessen. Das sind alles gute Videos. Sehr gute Konzepte. Ich finde es gut. Scheiße, Alter. Dieses Video war zur Hälfte Rap und zur anderen Hälfte nur Streit. Aber es ist sehr funny, es war wirklich sehr, sehr lustig. Gerne mal, ihr müsst jetzt Rezo supporten auf seinem Kanal. Ey, das hat der gar nichts. Das hat der gar nichts. Wir nehmen jetzt noch eine Hobbylos-Folge auf und hören uns dann später, Freunde. Bis dann. Macht's gut. Okay, okay. War stark. Waren auf jeden Fall starke Raps mit dabei. Ich finde, ich habe auch nicht ganz so schlecht abgeschnitten. Ich hätte wahrscheinlich weniger Schläge als Rezo bekommen, so gut bin ich gewesen. Aber war wirklich ein echt lustiges Video. Also wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns mehr von denen angucken. Wir haben so lange schon keinen Ju, Rezo etc. Content mehr angeschaut. Müssen wir öfter mal machen, ist echt lustig.